Moin, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Desperados 3. So, wir versuchen immer noch mit James Cooper und mit dem Doktor diesen Zugüberfall zu verhindern, beziehungsweise verhindern können wir ihn nicht mehr, aber wir können ihn auf jeden Fall dazu bringen, dass alles wieder im Lot ist. Ja, das machen wir jetzt ganz mal so. Wenn ihr Bock habt, Twitter könnt ihr mir auch folgen. Und wenn ihr weiter Lust habt, solche Videos zu sehen, dann liked, abonniert und haut auf die Glocke. So, genug Werbung und los geht's. So, wir müssen auf jeden Fall ihn da vorne einmal wegbekommen. Er läuft da gerade rum. Ich will das nämlich ja nicht erwischen hier. Schnell hier rein, schnell hier rein, schnell hier rein, schnell hier rein, schnell hier rein. So, gucken, welchen Weg er geht. Wenn er oben rumgeht, können wir ihn von hinten erledigen. Wenn er unten rumgeht. Wer hat Lust zu sterben? Ich glaube, der Typ hier hat Lust zu sterben. Wir müssen nur warten, dass das ein Wirkungsbereich raus ist. Komm schon mal her. So, schnappen wir dich. Den nehme ich. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Genau. Sie vielen, vielen Dank. So, ihn, der gleich hier vorbei rennt, den holen wir auch nochmal. Wenn er hier vorbei rennt wieder, dann schnappe ich mir den auch. Und Dr. McCoy ist ja noch da oben. Den kriegen wir noch hin. Na los, hol noch ein bisschen was, du. Putzi. Augen aufs Ziel. Dann mal ran. Ja. Wieder. Dann packen wir auch hier rein. Kriegen wir ihn unten auch noch hin? So, ne? Wir speichern nochmal. Weil eigentlich, sein Sichtkegel ist ja nicht mal in der Nähe von uns. Sieh genau hin. Dann mal ran. So. Oh. Okay, okay. Das war dumm. Den bringen wir vielleicht noch nicht um. Ich habe da oben, ich glaube, gesehen, dass da oben einer ist. Gut, wie können wir ihn denn da oben... Ihn müssen wir als erstes weghaben. Du Scheiß, Company Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. Ich weiß es nicht, Miss. Kann ich schwöre. Nicht markieren? Okay. Gut, also ihn können wir schon mal vergessen. Aber dann machen wir den da oben doch erstmal kalt. Gehen wir mal hier rüber. Speichern nochmal. Das Geile ist, die mit Speichern die ganze Zeit, ne? Eigentlich dürfte uns da ja keiner mehr so sehen. Wo ist es? Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nicht. Wir sehen uns in der Hölle. Ja. Dann fahren wir schnell rein. Mein Gott, das sind echt viele Leute. Aber wir müssen das irgendwie hinbekommen, ohne dass die uns immer die ganze Zeit entdecken. Gut. Ihn schmeißen wir hier rein. Ins Gebüsch. Weg mit der Leiche. Ich verheimliche nichts, Miss. Gut, also. Wir gucken beide nur dahin. Er guckt hier immer runter. Ist klar, der ist da. Welcher Waggon? Sag es mir, sonst schieße ich dir ins Gesicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Er wird einen typischen Schiss haben. Vielleicht sollten wir erstmal hinten aufräumen. Pass mal auf. Macht gleich Sinn, die Leute erst einen Platz zu machen da. Ich weiß nicht, wie gut er mich da oben sehen kann. Du Scheiß, unten kann er mich nicht sehen, okay. Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. Ich weiß es nicht, Miss. Klettern kann ich da, glaube ich, zwar, aber... Ist der da hoch da? Nicht persönlich nehmen. Schaffen wir dich aus dem Weg. Ich muss das mal wegpacken, dass es keiner sieht hier. Ich weiß nicht, wohin ich tun soll, aber... So, dass ich auf jeden Fall nicht entdeckt werde. Bringen wir die mal da oben hin. Okay, wir speichern. Alles, was sicher ist, gleich speichern. Guck mal, ihn da kriegen wir... Ah, warte mal. Was will ich? Ich hab ein paar Tricks hier. Wie kann der denn gucken, da? Er sieht ihn auch, okay. Wir müssen da vorne ins Gebüsch gehen vielleicht. Warte mal. Wir können ein bisschen zum Gebüsch kommen, ohne dass er uns sieht. Obwohl, das macht mehr Sinn, wenn der Cooper da ins Gebüsch geht und ich gehe in das Gebüsch hier. Tresore! Welcher Waggon? Was ist denn ihn hier? Was hier los ist. Okay, er muss auf die andere Seite. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Mal hoch.
ob hier auch was drin ist für uns. Ne, ist nur für den anderen, okay. Dann hier hoch. Speichern. Sag mir, wo die Tresore sind. Ich weiß es nicht, Miss. Ich schwöre. Ist das. Nee, du kannst mich nicht sehen. So, er steht da. Pass auf, wir müssen jetzt gleich einen Showdown machen, glaube ich, dass wir die beide gleichzeitig killen. Und zwar werde ich von hier aus. Mit dem Messer. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Dann kriege ich nicht mit dem Messer. Genau. Aber wir können da hochklettern. Das kriegt keiner mit. Das wissen, die sagen dir ja nichts. So. Ich muss ganz kurz gucken, wo guckt er denn nochmal hin? Er sieht ja nur die Hälfte von dem, also können wir theoretisch ihn als erstes killen. So machen wir einen kleinen Showdown. Und zwar geht er hin. Okay. Tötet ihn. Und du. Wollen wir dann? Gehst. Warte mal, dafür brauchen wir gar keinen Showdown, fällt mir gerade ein. Das ist nur vorübergehend. Dafür brauchen wir, glaube ich, gar keinen Showdown, oder? Wir speichern mal. Ich glaube, wir können ihn noch suchen. Ich verheimliche nichts, Miss. An den Augen aufs Zünden, dann mal ran. Verdammt! Und Verstärkung her! Okay. Geht doch nicht. Können wir anders machen? Ich verheimliche nichts, Miss. Okay, machen wir es anders. Pass auf. Showdown geht dann so. Wie läuft's? Er geht hin. Dann wollen wir mal. Er geht hin und hilft. Verstanden. Ausführen. Alles für die Geier. So, hoch und rein hier. An den Ver- und auch hier rein. Welcher Waggon? Da kommen wir rein in die Tür. Gucken, was da drin ist. Kann mich nur drin verstecken, ne? Okay. Und so, hier sitzt einer ganz gemütlich am Feuer. Darf auch sitzen bleiben. Stört mich nicht mal, ansatzweise. Dann bleiben wir hier. Also sie schnappt ja immer noch mit dem. Ihn da hinten müssen wir irgendwie ausschalten. Also, sag mir, wo die Tresore sind. Das ist natürlich schwierig. Ich weiß es nicht, Miss. Ich schwöre. Vielleicht kann ich mit dem Group, mit dem Doktor hier rüber gehen. Wir machen das fast gleichzeitig. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Bin da. Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nichts. Okay, also. Wer hat Lust zu sterben? Nee, warte. Ich mach einen Plan. Augen aufs, kein Problem. Mach ihn weg. Und du? Ein heftiger Raubzug ist das hier. Nee. Ach Mann, schon wieder. Dann nochmal zurücksetzen. Nochmal. Also. Sieh genau hin, dann mal ran. Okay, du kannst ja so machen. Zwecklos ist mir zu verheimlichen, Schätzchen. Meine Männer werden es finden. Hatte ich jetzt anders. Ich verheimliche nichts mehr. Egal. Dann machen wir das so. Langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht. Wir sehen uns. Verdammt. Nutzlos. Das Geld ist in diesem Zug. Ich will es haben. Wie also dumm. Wir hätten ihn umgebracht. Das wollen wir natürlich nicht. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal ganz kurz. Schnell. Warte mal. So. Ich will mal sehen, was hier los ist. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nichts. Der Hinterhalt kam wie erwartet. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht! Mann! Ich bin schon wieder umgebracht. Das will ich nicht. Will ich, dass er stirbt? Oder kann man das vielleicht gar nicht verändern? Oder ist es desto dichter man drankommt? So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht. Was ja, okay. Ist das zum Teufel? Ich glaube, das kann man nicht ändern. Not. Okay, dann müssen wir die erstmal oben so killen.
Ich glaube, desto dichter man kommt, desto schneller er schießt, zieht hin. Dann ist das so. Aber das macht ja nichts. Dann können wir die anderen erstmal killen. Augen auf. Das ist ja ärgerlich. Wäre schon schön, wenn man den hätte retten können, aber naja. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Schwer. Wie soll ich das wissen? Sie sagen mir ja nichts. Sieh genau, komm schon mal her. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht! Hey! Nutzlos! Findet mir diese gottverdammten Tresore! Nicht persönlich nehmen. Ja, super. Verdammt. Meins. Wir können das hier reingehen. Wieder ein Geschäft. Ein paar Patronenkugeln wieder, das ist natürlich nicht schlecht. So, da unten sind ja noch ein paar Leute. Da ist auch noch einer, das heißt, den killen wir einmal von hier. Indem wir uns ranschleichen. Müsste ja funktionieren. Warte mal nochmal. Hast du es hinter dir? So, ihn können wir da liegen lassen. Den sieht eh keiner. Verdammt lang der Zug. Und wo soll das hinführen? Wie sagt er das denn? Du kannst nur mit aus dem Fass nehmen und werfen. Ziele mit LT und werf das nur mit dann mit X. Sei vorsichtig, wenn du zu lange wartest, wird es in deiner Hand. Okay. Ich habe die Lente angezündet. Besser schnell werfen. Hey, die werf ich, die werf ich. Ah, jetzt. Geladen und. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Hände ruhig. Oh, was zum? Die nehmen uns aus! Was denn? Wir werden euch schon finden! Wir müssen auf sie ausweichen! Oh, ich schieße nicht daneben. Hey, da ist ein Scharfschütze! Meine Spitze, das braucht noch ein wenig. Oh, und könnt ihr euch nicht verstehen? Scheiße! Scharfschütze! Ach, komm, bleib schön da stehen, Junge. Eine Sekunde. Alles. Okay, jetzt kommen wir mehr, ne? Oh, wir haben einen Scharfschützen. Oh, ich schieße mich nicht. Das ist mein letzter Schuss. Damit stehe ich leer da. Okay, jetzt stehe ich leer da, ja. Aber? Jetzt sind die Jungen dran. Jeden Stein haltet euch fest. Scheiße, lass mich nicht entwischen. Die Lampe brennt. Gleich wird's laut. Die sind über uns. So, den erledigt, würde ich sagen. Der Weg ist in Deckung. So, schnell bringen wir den wieder raus. Wieder frei. Immerhin. Okay. Alarm wurde ausgelöst, wie man sieht. Keine Ahnung, wer da noch alles kommen soll. Aber wir haben ja eigentlich die meisten gekillt. Holen wir uns ein paar Banditen. Naja. Man sieht, werden da nicht mehr viele kommen. Oder bin ich... In Ordnung. Wir sollten uns eine sichere Stelle suchen. Geht klar. Wofür? Ist nicht fertig hier? Kann man da einfach reinlaufen? Nee. Was ist das Ziel jetzt? Entlang des Zuges vorrücken, damit zum Treffpunkt gegeben. Wo ist der Treffpunkt? Da unten. Ah, okay. Einer. Und der zweite. Yes. Okay. Ich denke, Sie haben die DeWitt Company heute glücklich gemacht. Wie viel bekommen Sie für den Job? Ich hoffe, Sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge. Ich habe, was ich brauche. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich habe eine Verabredung einzuhalten. Wie Sie meinen. War gar nicht so übel, mit Ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls Sie mal einen Profi brauchen, wissen Sie ja, wen Sie holen können. Ah, da kriegen wir so unsere Bande zusammen. Guten Tag, Mr. Cooper.
coole Typen. Töte Banditen mit Dynamit. Ja, okay, haben wir nicht gemacht, aber egal. Lenke mit Coopers Münzen 3. Oh, Alter, was hätte man alles machen können hier für Sachen? Schaut euch das an. Super. Gut, aber jetzt haben wir die Mission ja abgeschlossen. Ich glaube, dann beenden wir das Video. Immer kürzer als das andere, aber es muss ich ein bisschen angleichen. Ich versuche auch immer nur so bei 25 Minuten zu bleiben. Deswegen ab und zu, so die letzte Folge, die 35, war ein bisschen krass. So, man kann auch einen Speedrun machen. Schließe Mission in unter 5:30 ab. Heieiei, aber das kriegen wir auch noch hin. So, erstmal sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ja, bis dahin. Tschüss und so, ne? Ciao.